Guten Morgen. Ich sitze hier in der Waiting Lounge vom Moshi Bahnhof und fahre heute Abend nach Dar es Salaam mit dem Nachtzug. Dabei genieße ich Brot mit Frischkäse und wir gucken Fernsehen. Kleines Food Tasting. Ich probiere mal einen Tea Scone. Viel zu trocken und bröselig. Jetzt noch ein Kalmat, glaube ich. Schon besser, aber auch nicht so der Hit. Da kommt der Zug. Jetzt suchen wir noch den richtigen Wagen. Hier sind alles nur Sitze, aber wir haben den Schlafwaggon gefunden und gleich geht's los. Jetzt gibt's noch Lollis. Dem Kollegen wurde gerade ein Baby überreicht. Muss man auch aufpassen. Also ich bin jetzt mit Francis in Dar es Salaam unterwegs. Wir haben uns schon in Moshi in der Waiting Lounge getroffen und er hat mir ein bisschen übersetzen geholfen und den Schlafwagen finden. Und jetzt hilft er mir noch beim Geld wechseln. Und wenn ich von Sansibar zurückkomme, kann ich auch noch eine Nacht bei ihm pennen, damit ich pünktlich zu Dar komme. Sarah ist die tansanisch-sambische Railway und wird mich am Dienstag hoffentlich bis Sambia bringen. Ja, und ich hatte das schon reserviert und möchte jetzt das mal bezahlen, das Ticket, und gucken, ob sie meine Reservation auch katalogisiert haben. Das Tazara-Empfangsgebäude. Ich bin jetzt schon auf dem Weg zum Flughafen, nachdem wir das Ticket geholt haben für Tazara. Die geht nur bis Mbeya, das ist eine Stadt in Tansania. Und von da an müsste ich auf den Bus umsteigen, um nach Sambia zu kommen. Es ist ein bisschen blöd, dann die letzten 1000 Kilometer mit Bus zu fahren. Aber so ist es dann. Wieder hier, Terminal 2. Ich nehme das Flugzeug nach Sansibar, weil das 10 Dollar günstiger ist als die Fähre, und wenn man für die Fähre einen Tag vorher das Ticket abholen muss oder kaufen muss. Deswegen war Flugzeug die einzige Wahl. Nach Sansibar. Da möchte ich heute zelten. In Magrofen, ne? Da ist der Flughafen. Dann gehe ich da kurz rüber, komme vorne was zu essen und entspanne. Da auf der Halbinsel liegt Stone Town. Die Altstadt von Sansibar. Jetzt geht es nochmal in die Passkontrolle, weil Sansibar ein autonomes Gebiet ist. Ja, und man muss eigentlich noch so ein Gesundheitsformular ausfüllen. Das hatte aber keine. Also, diese Webseite war down, als ich das versucht habe. Deswegen muss man gucken, wie das jetzt läuft. Rucksack ist schon mal da. Okay, da war noch nichts los. Die wollten nicht mal Visa sehen oder auch kein Gesundheitszeugnis oder Gesundheitsformular. Da ist eine Katze, die es, glaube ich, nicht so gut geht. Die hockt da nur. Also, die ersten Eindrücke von Sansibar. Ich laufe jetzt zu diesem Stück, was ich schon eben gezeigt habe, von dem Flugzeug aus. In Sansibar kamen früher Leute aus Oman und haben hier den Handelsposten betrieben.
Deswegen wird hier auch noch sehr viel Arabisch gesprochen und die 98% der Bevölkerung sind muslimisch. Wir haben die Supermärkte hier nichts zu essen. Nur Kosmetik, Soßen, Katzen, Hundefutter, ein bisschen Milch drin, aber nicht mehr Brot oder so. Ich muss dann so an so einen Straßenstand gehen. Probier es jetzt nochmal bei einem anderen Supermarkt, bei Sandfresh. Also es gab Brot und Käse, Camembert und gefrorene Mozzarella und gefrorenen Wurst. Aber das hat zusammen mit einer Mango 48.000 tansanische Schilling, also ungefähr 20 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob die mich immer abziehen oder ob das echt die Preise sind. Muss ich mal demnächst drauf achten. Also der Mozzarella hat umgerechnet 6,30 Euro gekostet. Vielleicht weil er gefroren ist, vielleicht aber auch weil er importiert ist und die das gar nicht haben. Deswegen muss ich vielleicht mal auf einheimische Sachen umsteigen. Aber die haben halt keine Supermärkte, sondern man muss nicht immer so zum Strand gehen. Das werde ich mal ausprobieren. Ich bewege mich auf den Strand zu. Hier sind dann schon fette Anwesen. Hier geht es schon los mit irgendwelchen Hütten. Aber hier sitzt dieser Mangrovenstück, wo ich hin wollte. Hier geht es schon mal nicht weiter. Dann nochmal. Also hier wird es nichts. Auf Google Maps ist das Wasser tiefer als jetzt gerade. Deswegen dachte ich, hier ist mehr Platz. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ich probiere jetzt nochmal den Weg zum Strand aus. Also hier irgendwelche Hütten. Hier Ferienhaus. Hier wird Fußball gespielt. Das ist wohl ein Besucherstrand. Ganz nett, aber hier kann ich nicht zelten. Gehe ich nochmal raus. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Hauptstraße und frage so ein Bora Bora, so ein Motorradtaxi, ob der mich mal weiter an einen anderen Strand fahren kann. Okay, wir waren jetzt an zwei Stränden. Beim Chukwani Beach meinte er, das ist ein militärisches Sperrgebiet. Jetzt hat er mich noch hier weitergefahren zu diesem Beach. Und hier werde ich was finden, obwohl hier eigentlich nur Algen rumliegen. Ich wollte gerade mein Zelt aufschlagen und dann ist hier so ein Krebsi. Okay, das Zelt steht neben hier meiner Kokospalme. Ja, und den genauen Spot kann ich euch morgen zeigen. Hier sind noch ein paar Lichter von Schiffen. Der Sitz aus Kokosnüssen und Stück Holz. Und jetzt kommt das Essen noch. Guten Morgen. Ich bin an einem anderen Strand. Nach zwei Stunden, an denen ich da zeltete, klopft so ein Typ mit einem Schlagstock an mein Zelt und sagt aufstehen, was machst du da? Gucke ich so raus, waren da so 10 Leute oder 8. Und dann war das Militär. Das war auch militärischer Sperrbereich. Und ich musste dann meine Sachen zusammenpacken und haben die mich noch ein bisschen durchsucht. Und dann haben die mir aber später noch geholfen, einen anderen Schlafplatz zu suchen. Dann sind wir erstmal ein bisschen weiter aus dem Sperrbereich raus, am Strand vor einem Haus gezeltet. Haben die gesagt, da kann ich mein Zelt aufbauen. Aber da kam ein Dorfbewohner, hat gesagt, nee, das gehört dem Typ, der in dem Haus wohnt. Und dann hat der Dorfbewohner uns noch, also mich und die 2 Soldaten hinten drin, sind wir hier hingefahren, 35 Kilometer oder so, weil hier ist nicht restricted sind die Strände und einfach freie Strände sind, wo ich hier zelten kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Wie es der Zufall so will, macht man hier auch Bootsafaris.
Das ist was ich machen wollte. Tauchen, also schnorcheln, gehen. Und als ich hier um 8 Uhr rauskam aus meinem Zelt, wollte gerade pinkeln gehen, kam mir so der Musa lang, der auch ja, Bootsafaris macht. Und ich hab den gesagt, dass ich eine machen möchte. Aber man muss eigentlich einen Tag vorher buchen. Dann hat er alle Boote durchtelefoniert, ob da noch ein Platz ist. Er meinte, er eigentlich keinen Platz, aber irgendwie am Ende habe ich jetzt doch, kann ich das doch mit. Und um 9 Uhr geht's los. Wir haben jetzt 10 vor 9. Musa ist zurück. 9 Uhr, gleich geht's los. Wir gehen jetzt zum Hotel, meinen Rucksack abladen. Es geht zu den Booten. Wir sind jetzt noch zum anderen Strand und da sind die Boote. Hier wurde auch ich doch direkt mit so einer wasserdichten Hülle versorgt. Von diesem Händler hier. Ja, und dann geht's gleich zu den Inseln. So, dann Mittagessen auf der Insel und dann irgendwann um 4 zurück. Also so 7 Stunden Safari. Da ist mein Boot. Und da ist der Captain. Zahlen muss man erst später. Also ich weiß nicht, wer es bei den anderen ist. 70.000 Schilling, also ungefähr 30 Euro. Ja, ich warte jetzt hier, bis der Captain in See sticht. Und dann springe ich auf. Es geht los. Ich habe schon Schlappen und Brille bekommen. Erste Destination, die Sandbank. Wir sind in der Sandbank angekommen. Hier wird auch Bier verkauft und Marihuana. Ja, hier ist der Sammelpunkt. Wir bleiben jetzt hier eine Stunde. Da gibt es Melonen. Zwei Mitbringsel. Mal gucken, ob ich noch bessere finde. Also die Ananas schmeckt echt besser als zu Hause, viel süßer. Aber die Melone nicht so. Die schmeckt zu Hause besser. Jetzt waren wir noch schnorcheln. Das ist so viele! Und mit Brot füttern die Fische. Hier haben wir noch mal ein größeres Exemplar. Das ist ein Seestern wahrscheinlich. Es geht zum Mittagessen in die Hütten. Essen. Hier haben wir zwei Palmendiebe. Ein Baobab. Großer Baobab. Es geht zurück nach Hause. Das ist schon gewaltig, oder? Ja, genau. Stell mal vor, auch. So, wieder an Land. Ich habe meinen Rucksack abgeholt und dem Musa noch 70.000 Schilling gegeben und noch eine Flasche Wasser gekauft. Jetzt gucke ich mal nach ein bisschen das Essen und dann noch einen neuen Schlafplatz am Strand.